Salut miteinander. Grüezi miteinander. Salut Herr Röppel. Schweizer Gebet. 1 Franken, 2 Franken, 3 Franken, 4 Franken, 5 Franken, 6 Franken. Im 19. Jahrhundert sind die Quellen sehr dürftig. Was wir dort feststellen können, ist, dass Tirolen synonym ist mit Jodeln. Also das scheint etwas zu sein. Wir können daraus nicht schließen, dass das im Tirol entstanden ist, aber das ist von dort aus bekannt gemacht worden. Auf dem Bergen sind wir gesessen. Es ist ein ganz schwieriger Faktor, ist Tracht. Tracht lenkt dermaßen ab, dass man eine zweiklassige Musik kann einen Auftritt bestreiten mit einer zweiklassischen Musik, Zweiklassmusik weg der Tracht auch. Es sind im Grunde genommen jetzt wieder nur Kenner und Könner, die eigentlich das können unterscheiden können. Die Qualität der Ländler muss ich können unterscheiden, weil es hat so viel katastrophalen Brunz. Ich bin einfach der Meinung, dass das zu einer Touristisierung verkommt. Lachen ist gesund, es braucht viel mehr Muskeln für einen sauren Stein. Ticke, tacke, ticke, tacke, ei, ei, ei. Auf dem Rütli. Da ich ja im schweizerischen Mittelland aufgewachsen bin, habe ich jetzt nicht so einen Bezug zu der schweizerischen Bergwelt mit ihren urtümlichen Ritualen. La Suisse c'est petit, il y a finalement pas plus de 100 km entre deux grandes villes, mais personne se connaît en fait. Le hasard fait que souvent il y a des sons où il y a une organicité, il y a une chose très naturelle dedans, et ça je trouve très intéressant d'essayer de dans une certaine mesure de reproduire ça aussi avec mon instrument. Bei mir war das halt die Punkmusik damals. Ich war einfach komplett begeistert von dieser Einfachheit und dieser Energie auch. Nicht, dass ich Krieg will oder so, aber ich finde wirklich, in den 80er Jahren wurde 3 Monate Steine geworfen und ich finde, ich will nicht zu Gewalt aufrufen, aber ich finde zur Wut aufrufen und sagen, hey, was geht eigentlich ab in der Verhältnismäßigkeit, wenn man sieht, dass es Open House bekommt und was improvisierte Musik oder experimentelle Musik oder auch Kunst bekommt, dann muss ich sagen, hey, die Verhältnismäßigkeit stimmt nicht. Ich habe vor einigen Wochen einen Brief bekommen der Steuerverwaltung und die hat mir eben gesagt, dass das ein teures Hobby sei von mir. Und leider bin ich jetzt Hobbymusiker. Wieder. Die ganze Webgeschichte, es passiert alles so schnell und die Welt ist so dermaßen klein geworden. Wenn heute irgendwie in Luanda jemand einen Track
produziert, steht auch vielleicht heute Abend im Netz. Und morgen habe ich ihn bei mir hier in Bern auf der Kiste. Take a step to the left. Max Frisch hat es einmal ganz schön gesagt. Ich habe ihn gefragt und darauf angesprochen, all diese Anglizismen und so, diese englischen Wörter, die jetzt überall auftauchen, Rail City und so. Und dann hat er gesagt, hey, das ist der kleine Schweizer, der den Bückling vor dem amerikanischen Imperialismus, damals hat er das noch so genannt, du kannst das auf heute übertragen. Jeder möchte ein bisschen international sein. I don't like the square-minded people in Switzerland, you know. I don't like the banks in Switzerland that destroy whole Switzerland, I think. So I don't like that thing. I like Henri Dunant, for example, the founder of the Red Cross, that he founded as a Swiss guy, and he says Red Cross is not from Switzerland. It's a global thing. Kürzlich war ich wieder mal für Aufnahmen von Kuhglockengeläute und dann muss ich schon sagen, also das Allerschönste, der schönste Klang ist der Klang, wie er wirklich ist, diese Vibrationen in der Luft. Da kommt jetzt halt einfach keine Aufnahme und Mikrofon und Klarheit ist zwar schon da, aber dieses Klangerlebnis der Wirklichkeit ist unerreicht. Das finde ich eigentlich toll, dass es wirklich sowas gibt, dass es diese Bergbauern gibt und mit den Kuhglocken, die Geräusche, das ist so heute wie vor vielen hundert Jahren. Und das finde ich eigentlich toll, wenn man in Gegenden gehen kann, um eigentlich noch recht nahe zu sein an solchen Ursprüngen, wo das die Form der Landschaft die Menschen prägt. Also, ich meine, die Inspiration jetzt zu diesem Projekt kommt zu einem Teil aus den Erlebnissen, die ich in Mali hatte, einfach weil ich gemerkt habe, dass bei uns eigentlich so diese ganzen repetitiven Geräusche gar nicht mehr vorhanden sind. Also dass wir eher in einer Welt leben, wo man sogenannte Drones hört. Kanonen, Rakete, Bomben, Granate, Pulverdampf, Pistolen. Jetzt viel Lust, wo wir mich hineingreifen. Wann haben Sie das letzte Mal Ihr Brot im Fondue verloren? Da Pitcha, Zürich, die Sette vor Bolossada, Kampasa, Patu. Traces from Switzerland. Ich bin Joy Frimpong, also known as Oi. Trace sonore suisse. Cyril Moulas. Raphaël Anker. Imperial Tiger Orchestra. C'est moi, Ankara, sénégalais de Genève, qui parle avec vous pour Sonic Traces from Switzerland.
Dire Diouf. Merci beaucoup. Und wir möchten uns verabschieden von euch. Ciao zusammen. Also auf Wiederhören miteinander. Tschüss miteinander. Alles Gute, gell? Toi, toi, toi. Haben es recht schön miteinander. Geniessen den Schnee. Und vor allem gehen einander warm. Es ist ja Winter bei euch, nicht wahr?